Minute. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer auf der Besuchertribüne. Oft stehen wir hier im Bundestag und reden über Krisen, über Kriseneinsätze in Afrika. Mit der heutigen Debatte können wir eine äußerst positive Entwicklung in Afrika ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Ich finde, das ist ein guter Tag. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir reden in diesem Zusammenhang nicht nur über den Friedensprozess, den der äthiopische Regierungschef angestoßen hat mit Eritrea, sondern auch über einen enormen Aufbruch innerhalb der äthiopischen Gesellschaft, über das Öffnen von verschlossenen Türen, über das Zugehen auf die Opposition, auf einen Prozess, der enorme Hoffnungen in Äthiopien geweckt hat. Und ich finde es gut, dass die Bundesregierung heute hier nicht nur vertreten ist, sondern der Bundesaußenminister auch deutlich gemacht hat, dass die Bundesregierung diesen Prozess unterstützen will, dass die Kollegin Flassbart für das BMZ deutlich gemacht hat, was die Bundesregierung in diesem Zusammenhang tut. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, ich erwarte noch weitere Schritte. Wir dürfen nicht bei dem stehen bleiben, was wir bisher tun. Eine solche Entwicklung, wie sie dort im Gang ist, die kann man beobachten. Man kann Business as usual machen. Aber Geschichte, deren Ausgang offen ist, hängt immer auch vom eigenen Tun ab. Und deshalb möchte ich, dass die Bundesregierung noch stärker als bisher hier mittut, diesen politischen Prozess unterstützt, diesen wirtschaftlichen Aufbruch unterstützt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Denn eins ist ganz klar, ein solcher Reformprozess ist kein Selbstläufer. Er braucht politische, er braucht wirtschaftliche Unterstützung. Und ich bin selbst Ende August in Äthiopien unterwegs gewesen. Man kann die Hoffnung der Menschen mit Händen greifen. Man kann aber auch die Erwartung spüren, die in diesem Prozess steckt. Die Erwartung auf Erfolge dieses politischen Prozesses. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserung im Land. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, wenn der Prozess nicht schnell genug vorankommt, kann es auch leicht wieder zu Rückschlägen kommen. Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass dieser politische Aufbruch auch eine Kehrseite hat, dass es auch Anarchie im Land gibt, dass es Gewalt gibt, dass es ethnische Auseinandersetzungen gibt. All das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass wir diesen Prozess mit allen Kräften unterstützen. Und Herr Kollege Lechte, Sie wissen auch, dass einerseits Deutschland zu den größten Gebern in der internationalen Flüchtlingshilfe gehört und dass wir zum anderen auch in den Haushaltsberatungen über weitere Schritte diskutieren. Ich finde Ihre Forderung richtig, dass sich Deutschland hier engagiert, aber das Bild, dass Deutschland zu wenig getan hat bisher, ist, glaube ich, nicht richtig. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bundesrepublik ist hier Vorbild in der Flüchtlingshilfe. Mit Blick auf Eritrea will ich Ihnen recht geben, Herr Kollege Schmidt. Man darf die Situation dort nicht verharmlosen. Und das tut auch, glaube ich, niemand. Wir alle sehen, dass das Regime in Eritrea nach wie vor keine Veränderung im Land zugelassen hat. Aber auch deshalb bedarf es neuer Gespräche dort. Es ist ein gewisser Aufbruch da. Es gibt den Friedensschluss mit Äthiopien. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ja, aber gerne. Lieber Kollege Matschi, wenn Sie mich schon direkt ansprechen, Sie wissen hoffentlich und können mir das vielleicht bestätigen, dass in dem jetzigen Haushaltsansatz für den UNHCR gerade mal 260 Millionen eingestellt worden sind, wir aber im vergangenen Jahr 477 Millionen an diese Einrichtung der UN bezahlt haben, die für mich eine der Schlüsseleinrichtungen des UN-Systems ist, auch im Bereich des humanitären Systems. Und dass es dringend wichtig ist, wenn die USA sich zurückzieht, dass Deutschland den Beitrag erhöht und nicht erniedrigt. Und gleichzeitig unser Minister dann in New York verkündet, wir hätten den Ansatz nach oben gefahren, wo wir einfach mal 217 Millionen weniger einplanen, als wir im vergangenen Jahr ausgegeben haben. Das sind reale Fakten und Zahlen. Herr Kollege Lechte, ich kann Ihnen bei den Zahlen durchaus recht geben,
Aber Sie wissen auch, dass wir noch in Verhandlungen über den Haushalt sind. Der Haushalt ist noch längst nicht entschieden. Und genau über diesen Punkt wird im Moment intensiv verhandelt. Und ich bin sicher, dass es uns gelingt, am Ende noch mehr Mittel auch für die humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Zurück zu dem Punkt Situation in Eritrea. Ich glaube, es bedarf auch hier intensiver Gespräche. Auch dort muss ein Reformprozess vorangebracht werden. Dass es außenpolitisch erste Schritte gibt, zeigt nicht nur der Friedensschluss mit Äthiopien, sondern eben auch das Zugehen auf Somalia. Und ich hoffe, dass diesen außenpolitischen Bewegungen, die wir dort sehen können, der Dynamik, die dadurch entsteht, auch innenpolitische Reformen folgen werden. Ich finde, was wir in Äthiopien erleben, ist eine äußerst mutige Politik, die der Regierungschef dort vorantreibt. In einem Land mit über 100 Millionen Einwohnern, mit 80 verschiedenen Völkern, einen solchen Reformprozess auf den Weg zu bringen, ist eine Mammutaufgabe. Und das ist eine Aufgabe, die einen langen Atem brauchen wird. Wer Reformprozesse kennt, und das können wir alle als Politiker spüren, wie so etwas funktioniert, die Widerstände, die entstehen, die enttäuschten Hoffnungen, die es vielleicht auf diesem Weg gibt, der weiß, dass dieser Prozess sehr, sehr viel Mut, sehr viel Energie und Kraft und Ausdauer braucht. Und ich wünsche mir, dass die Bundesrepublik Deutschland diesen Prozess nach allen Kräften unterstützt, mit den Möglichkeiten, die wir haben, politisch, wirtschaftlich, mit finanzieller Unterstützung, und deutlich machen: Wir sehen das nicht nur technisch, wir sehen nicht nur neue Märkte, wir gucken nicht nur auf Flüchtlingsströme, sondern das, was dort passiert, das berührt auch unsere Überzeugung, unser Herz, unseren Verstand und unser demokratisches Engagement, diesen Aufbruch zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Margarete.